Ich habe eine Diskussion vom Zaun gebrochen mit einem Verkäufer in einem Laden für Sachen, die man für draußen Abenteuer braucht. Er sollte mir Rucksäcke der amerikanischen Firma VOD zeigen, habe ich ihn gebeten. Die hätte er da, sagte er, das wäre aber aus Deutschland, diese Firma VD. Das kann ja gar nicht sein, habe ich dann gesagt, denn die Sachen sind lässig, sehr beliebt und absolut zeitgemäß. Denn wir leben ja nun mal in einer Zeit, wo Leute auf eine Weise zum Büro gehen, als wäre das 1700 Höhenmeter entfernt. Wir machen es kurz. Die Sachen der Firma sind zeitgemäß, sie sind lässig, sie sind begehrt und sie sind so sehr aus Deutschland. Denn die Firma wurde von einer Frau aus Bremen und einem früheren ostpreußischen Flüchtlingsjungen aus Celle begründet, die sich am Bodensee niedergelassen haben. VD gehört mit Schöffel und Jack Wolfskin zu den drei großen Herstellern von Kleidung und Ausrüstung für eine anspruchsvolle Freizeit. Der Rat für Formgebung präsentiert den Enneon-Podcast mit Jörg Thaddäus und Antje von Dewitz. Antje von Dewitz ist 48 Jahre alt, promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, vierfache Mutter, begeisterte Radfahrerin, aber ohnehin sehr, sehr gern draußen und 2009 ihrem Vater als Geschäftsführerin von VD gefolgt. Frau von Dewitz, bitte sagen Sie mir, dass auch andere so doof sind wie ich und glauben, es hieße VOD und käme aus den Vereinigten Staaten. Das höre ich tatsächlich zum allerersten Mal. Also damit nicht zum ersten Mal, dass VOD nicht nach Deutschland platziert wird, sondern normalerweise ist es Frankreich. Also ach so, Frankreich. Denken heißt VOD und damit Französisch. Amerikanisch war es tatsächlich das erste Mal. Ach so, okay, ich habe so viele Leute in Amerika mit den Sachen gesehen, da dachte ich, ja, ist doch logisch, ja klar, es muss eine einheimische Firma sein. Frau von Dewitz, fangen wir mal am Anfang an, das heißt nicht ganz am Anfang, sondern an Ihrem Anfang. Sie sind mittlerweile vielfach ausgezeichnet. Sie selbst tragen den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Sie haben erst zuletzt, also in diesem Jahr 2021, den GEM Award gewonnen, also den Preis der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, und zwar für ein neues, zukunftsträchtiges Verständnis von Marke und Unternehmensführung. Da haben wir zum Glück auch noch Gelegenheit, ausführlicher darüber zu sprechen, was Sie sich unter Nachhaltigkeit vorstellen, was Sie da bei VD tatsächlich gemacht haben. Es ist eine gute Idee Ihrer Eltern gewesen, diesen Laden aufzumachen. Es ist gut gewesen, dass Sie voll auf Nachhaltigkeit gesetzt haben. Aber so einfach, wie das jetzt in der Rückschau aussieht, ist das ja nicht. Sie waren als junges Mädchen Gastschülerin in der Nähe von Chattanooga in Tennessee. Und da war Ihnen ja, wenn ich das aus Ihrem Buch richtig weiß, längst noch nicht klar, was werden soll. Was wäre denn beispielsweise passiert, wenn Sie nicht da in diese Provinz da in Tennessee gekommen wären, sondern nach Chicago, also eine richtig amtliche Großstadt? Ja, tatsächlich wäre das dann eigentlich mein damaliger Lebenstraum gewesen, endlich aus der Provinz in die Großstadt zu kommen und nicht nach Chattanooga wieder ins südliche, in die südliche Provinz. Aber ich glaube, dann hätte ich vielleicht nie so die Leidenschaft für Outdoor entdeckt, denn da an dieser Schule, wo ich war, da gab es ein ausgezeichnetes Outdoor-Programm und wir haben Klettertrips in der Wüste unternommen und Kanutrips und Survival-Training und alles Mögliche. Und das war, also es hat mein Herz entfacht für die Natur und für Outdoor. Und da wurde mir tatsächlich zum ersten Mal so richtig bewusst, was für ein Privileg ich eigentlich habe, sozusagen in einer Familie aufzuwachsen, wo der Vater ein Outdoor-Unternehmen gegründet hat. Ja. Aber Sie hatten ja Ihre Mutter auch immer als Vorbild vor der Nase, weil die ja auch schon ausgiebige Radtouren gemacht hat, auch eine Frau ist, die gerne draußen ist. Ja, absolut. Wir haben als Familie haben wir das viel gemacht. Wir waren Wildcampen, Fahrradfahren, Kanufahren, wir haben alles gemacht. Aber es kommt ja dann doch eine Zeit so nach Kindheit, Anfang Jugend, wo das nicht so wirklich reizt. Also wo Wandern jetzt nicht das Thema ist, das, mit dem du deine Kinder da in entspannten Urlaub bringst. Also in der Zeit war ich eben in Amerika und habe das für mich quasi selber neu entdeckt. Zumal, das muss man heute fast dazu erklären, also Sie sind 4 Jahre jünger als ich, aber wir gehören damit zu einer und derselben Generation, und ich erinnere mich, das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, ich erinnere mich, dass beispielsweise Wandern, was natürlich heute keiner mehr sagt, sondern heute ist es ja Hiking, aber Wandern war damals eine Sache, das haben Leute mit Kniebundhosen gemacht in irgendwelchen Vereinen, und damit war für mich als junger Mann klar, und ich nehme an, das wird bei Ihnen nicht groß anders gewesen sein, das ist ja für mich nichts, weil das machen ja die alten Männer, die da im Wald rumrennen. Ja, es ist definitiv uncool und so anstrengend und was hat man davon? Also Wandern war, glaube ich, jetzt auch nicht mein Thema als Kind.
Jetzt haben Sie sich da rangearbeitet, haben sich entschieden, es gibt einen tollen Satz in Ihrem Buch, da sagen Sie, ich hatte das Gefühl, ausgerechnet zu Hause meine Heimat gefunden zu haben. Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Ihr Vater hat Sie mit Aufgaben im Unternehmen betraut. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, Ihre beiden Schwestern, die hatten beide keinen Bock. Die hatten zumindest ganz andere Pläne. Meine eine Schwester ist Lehrerin und die andere ist Sozialpädagogin und leitet heute ganz viele Krippen in München. Also die hatten von Anfang an einfach andere Lebenspläne. Und so war das sozusagen nie eine Diskussion zwischen uns. Aber bei Ihnen war klar, Sie haben eine Hinwendung dazu und dann haben Sie diese Sache gemacht, weil wir beschäftigen uns ja hier auch mit Design, mit Gestaltung. Sie haben etwas gemacht, als Produktmanagerin waren Sie verantwortlich für Packs and Bags. Vielleicht erklären Sie das nochmal, was das bedeutet, Frau von Dewitz, was Sie da gemacht haben. Das war zum Ende meines Studiums und ich wollte dann auf jeden Fall auch noch eben Praktikum bei uns im Betrieb machen. Und mein Vater hat mir dann als Praktikantin die herausfordernde Aufgabe gegeben, den neuen Geschäftsbereich Packs and Bags mit aufzubauen. Das war die Zeit, wo Eastpack ganz groß war in Deutschland. Ja. Genau, eine amerikanische Marke mit ganz, ganz simplen Rucksäcken. Und wir als VD hatten dieses Verständnis, dass wir die Rucksackmarke sind. Also seit 1974 gegründet und wir machen qualitativ hervorragende, super technologische, innovative Rucksäcke. Und jetzt kommt so ein Ami daher mit so simplen, schlichten, nicht mal richtig qualitativ hochwertigen Rucksäcken und hat wirklich den Markt überschwemmt. Und unsere Packs and Bags waren damals sozusagen aus diesem Eindruck gegründet worden, eben eine Sparte zu haben bei uns, die auch quasi mehr Lifestyle ist, mehr Streetwear. Und die durfte ich aufbauen. Als Praktikantin. Haben Sie denn das habe ich mich gefragt, weil das habe ich jetzt aus Ihrem Buch nicht entnommen, aber haben Sie eine Vorstellung gehabt von der Art, wie das gestaltet sein muss? Also gibt es für Sie so im Kopf Do's and Don'ts, also wie man einen Rucksack trägt, wie man einen Rucksack nicht trägt, wer welche Farbe tragen sollte, welche Farben Sie gar nicht erst anbieten? Also war sowas schon in Ihrem Bewusstsein, wie das auszusehen hat, wenn jemand einen Rucksack trägt? Ich glaube, am meisten war ich tatsächlich geprägt von meinem Freundeskreis hier. Ich weiß nicht, ob sich das übertragen lässt, aber hier in der Provinz, also ich bin sehr stolz hier, wo ich wohne, also tatsächlich, aber es ist nun mal einfach ländlich. Und aber das ist so, dass der Freundeskreis, in dem ich groß geworden bin, meine Clique, da waren die Jungs, die waren echt die Styler. Die waren so richtig, die waren uns Frauen weit, weit voraus. Das war also so Modebewusstsein, Trendbewusstsein, Farbbewusstsein. Und da tatsächlich habe ich mir meine ersten Impulse geholt. Und das heißt, wie haben die dann Rucksäcke getragen, muss ich vielleicht noch erklärend dazu sagen, weil ich es weiß, aber diejenigen, die uns zuhören, wissen es logischerweise nicht automatisch. Ich erreiche Sie gerade in Tettnang, das ist die größte Gemeinde da in der Bodenseeregion, wo Sie wohnen. Das sind, glaube ich, 20.000 Menschen. Die größte ist nicht. Tettnang hat etwa 18.000 Einwohner. Wir sind zwischen Ravensburg und Friedrichshafen, die haben vielleicht 40.000, 50.000. Also ist noch hier gibt es okay. Keine größeren Städte. Aber ein Mensch, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon mal über Sie geschrieben hat, hat direkt gewarnt, nicht versuchen, mit der Eisenbahn dahin zu kommen, weil es gibt keinen Bahnhof. Also den gibt es in Meckenbeuern, auf der Schwäbischen Eisenbahn in Meckenbeuern. Aber ansonsten, das ist wieder 10 Kilometer weg von hier. Und es klingt auch nicht nach dem ICE-Haltepunkt. Ja, genau. Ja. Nee, genau. Da muss erstmal nach Ulm, das ist noch nicht elektrifiziert, da arbeiten sie gerade dran. Also es ist nicht ganz einfach, zu uns zu kommen. Okay, aber ich möchte nochmal zurück zu den Stylern. Also was haben Sie dann gesehen? Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich auch insofern uncool war, als dass ich mir seinerzeit den Rucksack komplett aufgeschnallt habe. Das hat man eine Zeit lang ja nicht gemacht. Da galt, man trägt es nur an einem Henkel, also an einer Schlaufe. Und dann hat sich das aber auch wieder gedreht. Wie war denn das bei Ihnen da auf dem Land? Da waren vor allem auch Taschen gerade groß im Kommen, dass man so große Planentaschen auch trägt, also über einer Schulter, Rucksack über einer Schulter auch. Und dann kamen aber auch ganz neuartige Rucksäcke auf, die so tennisschlägerförmig geformt waren, die man so quer über den Rücken getragen hat. Aber letztendlich all die verschiedenen Spielarten, die dann im Laufe der Zeit dann aufkamen, und das war tatsächlich eine experimentelle Zeit, wo gerade am Rücken sich ganz viel abgespielt hat an verschiedensten innovativen Formen, ist es darauf hinausgelaufen, dass es dann letztendlich sich doch wieder die ganz schlichte Tasche und der ganz schlichte Rucksack eigentlich rausgeformt haben.
Damit hat VD ja auch ziemlich reüssiert, also mit Taschen, mit diesen Umhängetaschen, die auch ja ein bisschen anders aussahen. Ich meine, die seien etwas bunter gewesen. Da bin ich aber nicht ganz sicher, Frau von Dewitz. Da müssen Sie mich korrigieren. Was ist da Ihr Erfolgsmodell bei den Umhängetaschen? Auf jeden Fall auch Planentaschen, die knallbunt waren, ja, also oder immer noch sind, also ganz so ein Grasgrün und so ein fettes Orange und Gelb, also die sind wirklich rausgeknallt. Und da haben wir auch ziemlich früh eben mit Reisekoffern und Reisetaschen angefangen und die sind bis heute auch so ein Markenzeichen eigentlich. Wenn dann so die Karawane aus grauen und schwarzen Businesskoffern daherkommt auf dem Förderband und dann kommt der knallende Koffer mit den zwei weißen Streifen, das war dann immer der VD-Koffer. Jetzt ist das immer eine interessante Frage, wie übergibt die Gründergeneration an die nächste Generation, kurz bevor wir das besprechen, so wie Sie es beschrieben haben, ist die Gründung dieses Unternehmens VD von Ihren Eltern eine Sache, die möchte man eigentlich auch erlebt haben. Also weil die haben ihr Schlafzimmer umgebaut zum Büro, die hatten da Spaß, Verwandte, Onkel, die eigentlich die Produkte vorzeigen sollten, haben lieber in der Scheune Glühwein gekocht und sich so richtig eingeschüttet. Also das klingt alles so sehr leger und Sie zitieren auch Ihre Mutter, die gesagt haben soll, wir waren risikobereit. Wir hatten aber auch nicht so viel zu verlieren. Das ist eigentlich verblüffend. Also haben Sie da Ihre Eltern schon gelegentlich drum beneidet, dass die das so machen durften, wie sie das gemacht haben? Ja, also beneidet nicht direkt, weil es einfach ja eine ganz andere Zeit, ganz andere Rahmenbedingungen waren. Aber ich finde das super, diese alten Geschichten zu hören und finde es dann schon auch schon verlockend auch, wenn man also sozusagen alle Möglichkeiten hat, aber eben auch, das ist ja eine sehr intensive, extreme Situation dann auch mit Kindern ja auch schon immer mit dabei und dann so außergewöhnliche Geschichten zu schreiben, wie Sie auch gerade geschildert haben. Es war ja dann in der Hopfendarre des Bauerns auf dem Hof, wo wir gelebt haben, wo dann im Winter ist ja kein Hopfen da waren dann unsere Lagerware, die Rucksäcke, die waren dann da in dem Lager. Und alles so mit den Menschen dann das Gestalten und so viel noch von Anfang an eben aufbauen zu können, das ist ja sehr ganzheitlich dann auch. Du machst eben nicht nur ein Ding, sondern ja, hast alle Fäden in der Hand. Das finde ich schon sehr, sehr spannend und tolle Geschichten. Jetzt der Moment, den ich gerade schon ansprach, Frau von Dewitz. Sie waren irgendwann bereit, die Firma zu übernehmen und haben dann gewartet, dass Ihr Vater doch mal sagen möge, Antje, wie sieht's aus? Hat er aber nicht. Er hat das nicht gesagt. Stattdessen haben Sie dann gesagt, Sie würden die Firma übernehmen. Und dann stellen wir uns das so vor, die wir das aus Serien kennen oder aus Filmen kennen, dass dann die setzen die Geigen ein, der Vater umärmt die Tochter und sagt, ich liebe dich, mein Schatz. Das ist toll, dass du das machst. So war es nicht ganz. Nee, überhaupt nicht. Also es war ganz, ganz nüchtern. Ich glaube, bei meinem Vater ist dann auch ganz viel durch den Kopf gerast. Vermutlich so, will ich das? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Wir haben auch nie irgendwie richtig darüber gesprochen. Also er hat mich angeguckt und hat dann gesagt, also hat ein bisschen gezögert und dann hat er gesagt, ja, dann ist es schön. Und das war es eigentlich. Ich weiß nicht, vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr, aber das ist alles, an was ich mich erinnere. Es war nicht spektakulär. Ich habe gesagt, ich kann mir das vorstellen, ich glaube, ich kann es, ich möchte es auch. Mir war das eine ganz große Sicherheit, die ich mir da erarbeitet hatte, die ich sonst nie so besessen hatte. Ich hatte immer während meines Studiums so viele Praktika gemacht, immer eben auf der Suche, wo ist eigentlich mein Platz, wo leiste ich meinen Beitrag, und ich war so sicher, da angekommen zu sein. Ich glaube, er konnte gar nicht Nein sagen. Das heißt, Sie könnten sich aber auch vorstellen, dass er Zweifel hat. Also so eine Übergabe, vor allem von der ersten Generation, die das Unternehmen gegründet hat, in die nächste, das ist einfach auch was mit ganz viel Leidenschaft und auch nicht ohne Hindernisse und nicht ohne Reibung. Und ich glaube, das ist dann schon auch sowas, man freut sich, wenn es in der Familie bleibt, aber ich glaube, einem ist gleichzeitig schon auch bewusst, das bedeutet dann aber auch Konfliktpotenzial. Jetzt habe ich schon häufiger auf Ihr Buch angesprochen. Das Vorwort hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschrieben. Mut steht uns gut. Nachhaltig, menschlich, fair mit Haltung zum Erfolg von Ihnen. Dann sieht man vorne auf dem Cover eine sehr attraktive Frau in VD-Sachen. Das sind erstaunlicherweise Sie, Frau von Dewitz. Da denkt man sich, jetzt kriege ich so eine Fibel in die Hand, wo mir eine erfolgreiche
erfolgreiche Frau sagt, warum es am Anfang gut war und dann immer besser wurde. Das ist aber nicht ganz so, weil sie auch immer wieder so Querverweise machen, dass das zum Beispiel gar nicht so einfach war, obwohl ihnen bewusst war, Elternschaft, Mutterschaft und Arbeit und Karriere vor allen Dingen zusammenzubringen, ist nicht einfach. Beschreiben sie immer wieder, dass sie zwischendurch die Befürchtung hatten, sie könnten womöglich für ihre Kinder, heute sind das 4, womöglich keine gute Mutter sein. Warum hat sie diese Angst immer begleitet? Ja, also wir hatten das ja schon öfter. Ich bin hier tatsächlich ganz im Süden Deutschlands aufgewachsen, auch im konservativ geprägten Süden Deutschlands mit wirklich klassischen Rollenbildern. Ich kannte in meiner Jugend eigentlich keine Frau in wirtschaftlicher Verantwortung oder als Führungskraft oder also die Frauen, die ich kannte, die arbeitstätig waren, waren entweder Lehrerinnen oder Verkäuferinnen. Mein Lebensplan war es eigentlich auch gar nicht, Kinder zu haben. Also meine erste Tochter hat mich mehr oder weniger überrascht. Also die Schwangerschaft, die war nicht geplant. Und dann sozusagen so überrascht zu werden, sich umzuschauen, zu sagen, okay, wow, mein Lebensplan war eigentlich was anderes und jetzt habe ich doch gerade hier erst angefangen bei VD und wie mache ich denn das jetzt? Und eigentlich da auch, was für mich total erstaunlich war, ich hatte mich bis dahin eigentlich immer als Feministin, hätte ich mich bezeichnet, als Vorkämpferin für Frauenrechte und was auch immer, aber in dem Moment war meine größte Angst quasi eine Rabenmutter zu werden, wenn ich jetzt hier weiterarbeite mit Kind, mit Tochter. Also es war ganz, mir war das so überraschend, wie viele innere Glaubenssätze ich mit mir rumtrage, die ich mir selber gar nicht zugetraut hätte. Also allein die Vorstellung von der Rabenmutter, weil ich meine, dieser Begriff begegnet einem immer und immer wieder. Ich weiß nicht, in den Jahren meiner Karriere als Interviewer haben das so oft Frauen gesagt. Ich dachte immer dazu, ja, aber eigentlich haben wir doch den ganzen Begriff abgeschafft. Ja, also meine Freundin Frauke, die kritisiert mich auch. Die wollte den Satz unbedingt rausstreichen aus dem Buch. Die hat gesagt, dieser Begriff ist furchtbar und er muss da raus. Aber tatsächlich ist es das, was mir immer wieder, also auch im Bild, ich habe das Gefühl gehabt, das schwebt über meinem Kopf, also so als Warnsignal. Es ist einfach so. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das tatsächlich noch thematisiert wird, weil, also so, gut, wir Frauen haben auch noch äußere Rahmenbedingungen, die es teilweise erschweren, Karriere zu machen oder beides zu vereinbaren oder wie auch immer. Aber ich finde es so wichtig, darauf hinzuweisen, dass ganz viel im Inneren sitzt, so als unbewusste Glaubenssätze. Und dann ist es auch gut, das einfach mal rauszuhauen und zu sagen, ja, okay, so sind sie, aber ja, denk drüber nach, muss ja nicht so sein. Jetzt wieder eine Sache, die mir in Ihrem Buch sehr klar vor Augen rückte. Eigentlich ist das auch logisch, aber in unserer Generation eben wieder nicht sehr verbreitet. Ich habe viele Leute in der Umgebung erlebt, Männer, die gerade aus dem Zivildienst kamen, Frauen, die mit dem Studium fertig waren oder dabei waren, sich im Studium zu orientieren. Die haben gesagt, ich möchte gerne etwas machen, was die Welt verbessert. Ich möchte gerne etwas für die Menschen tun, für die Menschheit, vielleicht sogar insgesamt. Und dann kamen immer so die üblichen Adressen. Ich gehe zu Greenpeace oder ich gehe zu Amnesty International. Politische Karriere, merkwürdigerweise, wollten die wenigsten machen, weil das fanden, glaube ich, die meisten immer schon irgendwie problematisch. Sie haben schildern in Ihrem Buch, sie hätten auch, natürlich wussten Sie, was NGOs sind, natürlich haben Sie das alles mitbekommen, aber Sie haben gesagt, in einem Unternehmen, vor allen Dingen in einem Unternehmen, was sowieso der Familie gehört, da kann ich ja womöglich richtig was verändern. Als Sie das erste Mal in Ihrer Familie selbst vorgetragen haben, haben da alle gesagt, völlig richtig, Antje, genauso so ist es, oder hatten da auch Leute Zweifel? Ah, das habe ich nicht so vorgetragen. Das sind ja meine eigenen Reflexionen, die quasi im Inneren meine Entscheidung begründet auch haben. Ja, aber das war jetzt nicht, dass ich das als Pamphlet draußen gehängt habe und gesagt, ich möchte das Unternehmen verändern, um die Welt zu verändern. Sondern das hat ja bei mir im Inneren mitgespielt. Ja, aber in meiner Vorstellung sitzen Sie da die ganze Zeit in dieser wunderschönen Gegend Deutschlands bei einem tollen Wein beieinander, essen Wurst und Käse und reden dann über die Gedanken, die Sie sich machen. Ist das gar nicht so womöglich? Also so auch in der Familie war es dann schon eher so, nee, eigentlich nicht, tatsächlich nicht. Also mein Vater und ich reden viel über die wirtschaftliche Seite des Unternehmens. Und jetzt auch immer wieder ein bisschen eben über das, was wir erreicht haben, dann auch im Nachhaltigkeitsbereich. Aber vielleicht habe ich es auch am Anfang so ein bisschen bewusst zurückgehalten, weil ich mich auch nicht verschrecken wollte. Es war ganz klar, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, dass VD nach wie vor wirtschaftlich erfolgreich ist, dass wir innovativ sind, dass wir gute Produkte bringen. Und das war mir viel wichtiger, ihn da zu überzeugen und nebenher sozusagen noch die Nachhaltigkeitsagenda zu verwirklichen. Aber daran wurde ich gemessen.
Wir kamen jetzt von der Vereinbarkeit, wie das immer heißt, ist ja auch eine Stanze beinahe schon, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In Ihrem Fall hieß das, Sie haben, wie Sie gerade schon erklärt haben, Ihre Tochter, Ihre erste Tochter mehr oder weniger zufällig bekommen. Und wobei, so ganz so zufällig, fand ich auch sehr interessant, war das dann als rationale Frau, die Sie sind, dann doch nicht. Denn Sie haben eine Pro- und Kontraliste gemacht, weil Sie wollten eigentlich, wollten Sie ja mit Ihrem Freund ein Jahr auf dem Fahrrad um die Welt fahren. Und dann haben Sie gesagt, okay, da machen wir Familie eben stattdessen. Also auch toll. Nur ich frage Sie, was die Gestaltungsmöglichkeiten, die Weltveränderungsmöglichkeiten so einer Firma angeht. Sie haben dann da ja was verändert, weil Sie gesagt haben, okay, jetzt, mein Vater hat das schon mal überlegt, aber jetzt machen wir ein Kinderhaus. Ja, das war so, glaube ich, so der erste große Schritt, genau. Also mein Vater hatte das früher schon in den 80ern oder 90er, das überlegt, hatte auch schon Räumlichkeiten geschaffen im Zuge eines Neubaus. Und damals hat die katholische Kirche gesagt, also bevor hier ein Unternehmen eine Kinderbetreuung schafft, erweitern Sie lieber Ihre Kindergartengruppen. Und als ich dann eben schwanger war und mich umgeschaut habe und festgestellt habe, okay, ja klar, da gibt's einen Kindergarten, aber der hat von 8 bis 12 auf und ungefähr gefühlt 3 Monate im Jahr zu. Und übrigens haben wir gar keine weiblichen Führungskräfte oder fast keine, aber trotzdem haben wir über 60% Frauen im Unternehmen. Da wurde nochmal so die Dringlichkeit so bewusst, also nicht nur für mich persönlich, sondern eben auch fürs Unternehmen. Wenn ich mich mit den Frauen unterhalten habe, da wurde mir ganz oft, da wurde es so deutlich, also entweder haben sie Karriere gemacht bei uns als Fach oder teilweise oder in ganz geringen Weise auch als Führungskraft, aber dann hatten sie keine Kinder oder sie hatten Kinder und dann waren sie mindestens 3 Jahre weg, wenn nicht 6 und haben dann irgendwann in Teilzeit auf einen ganz anderen Job wieder angefangen. Und da habe ich das zum Anlass nochmal genommen, sozusagen seine alten Gedanken aufzugreifen und dann keinen Kindergarten zu machen, sondern ein Kinderhaus für Kinder von 1 bis 10 Jahren. Und ganz täglich und ganzjährig. Ja, und da war dann meine Tochter, meine ersten beiden Kinder waren dann auch, oder alle sind eigentlich dann da auch hingegangen. Ist Ihre Lehre eigentlich aus dem, beispielsweise daraus, dass Sie das Kinderhaus aufgebaut haben, also dass Sie eine Kinderbetreuungseinrichtung im Unternehmen geschafft haben, aber auch was die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens angeht, ist das für Sie mehr eine Sache, wo Sie sagen, das haben wir für uns hier bei VD an diesem Ort unter diesen besonderen Bedingungen hinbekommen? Oder ist das eine Sache, wo Sie auch eigentlich nach außen ausstrahlen wollen, Leute, wenn man sich anstrengt, dann geht's? Bei so ziemlich allem würde ich sagen, ist das übertragbar auf alles. Also beim Kinderhaus jetzt ganz spezifisch würde ich sagen, manchmal macht es gar keinen Sinn, dass ein Unternehmen ein Kinderhaus schafft, wenn nebenan eine tolle Kinderbetreuung ist. Also das hängt ja da total auf die Infrastruktur an, die drumherum ist. Da sind wir schon sehr speziell. Jetzt haben wir es wieder in der Provinz, wo einfach wenig war oder fast nichts war. Aber ansonsten so das Ganze, was wir an Nachhaltigkeitsbemühungen machen, sehe ich als eigentlich in meiner Wahrnehmung, in meiner Haltung als Pflichtprogramm. Also ich muss wissen meine Auswirkungen meines Handelns und muss dafür Sorge tragen, dass ich Menschen natürlich schade und ja. Naja, weil das ist jetzt der große Bereich, Frau von Dewitz, auf den wir natürlich zu sprechen kommen müssen. Das ist ja alles nicht so einfach. Das haben Sie, auch das haben Sie selbst thematisiert, weil Sie an einer Stelle sagen, naja, was ist denn, wenn ich sage, ich möchte meine Werkstoffe, das, was mir meine Hersteller liefern, das möchte ich kontrolliert haben. Also die sollen versichern, dass das vernünftig ist, dass das so einwandfrei oder so sauber, so grün wie möglich hergestellt ist. Dann haben Sie gesagt, was ist denn dann, wenn sich die Hersteller nicht auditieren, heißt das, glaube ich, in Ihrer Branche, also oder in der Wirtschaft, nicht auditieren lassen wollen. Da habe ich mich gefragt, ja, was ist denn dann, wenn der Hersteller sagt, ich liefere jetzt Frau von Dewitz an Ihren Vater seit 20 Jahren und Sie möchten jetzt plötzlich, dass ich da alles Mögliche nachweise. Das mache ich aber nicht. Was ist denn dann? Ja, die Situation hatten wir oft. Also als wir dann 2008, 2009 mit der Übernahme von mir in der Geschäftsführung gesagt haben, so wir machen diesen Weg jetzt wirklich quasi, wir kommen weg von einzelnen nachhaltigen Projekten hin zu quasi, wir machen alles nachhaltig, wir transformieren uns und damit auch unsere Lieferketten, ist uns das oft begegnet. Also wir haben mit über 60 Produktionspartnern zusammengearbeitet, vor allem in Asien, im asiatischen Bereich, weil da, also
China, Vietnam sind so die funktionellen Textilien, da werden die hergestellt. Da haben wir das ganz oft wieder gespiegelt bekommen. Also sowas wie, du bist das einzige Unternehmen, das danach fragt, du lastest hier 2% meiner Produktionskapazität aus. Also nee, wegen dir mache ich sowas nicht. Oder aber okay, ja, diese Blue-Sign-Zertifizierung, die du mir da zeigst, kann ich schon machen, kostet 20.000 Euro im Jahr, musst du mir halt zahlen, fragt sonst keiner nach. Oder gar nicht, wie auch immer. Also es war ein extrem mühsamer Weg, der vor allem auch nicht nur quasi in Zielkonflikte dann mit den Produktionspartnern geführt hat, sondern erstmal auch intern, weil da natürlich erstmal große existenzielle Konflikte ausgebrochen sind. Die Produktmanager haben gesagt, ja, was erwartet ihr jetzt eigentlich? Jetzt sollen wir unsere langjährigen Produktionspartner verlassen oder sollen wir jetzt nur noch diese 3 Materialien nehmen, die hier nach diesem tollen Blue-Sign-Standard sind und diese 150 anderen, die wir bisher verwenden, nicht mehr. Und außerdem kostet das alles viel, viel mehr und der Vertrieb sagt uns, es darf gar nicht mehr kosten. Und also aber was war Ihre Antwort auf die Fragen, die Sie jetzt gerade selber aufgebracht haben, Frau von Diewitz? War Ihre Antwort auf diese Fragen immer, ja, genau, so machen wir das? Wenn der Hersteller das... Ganz und gar nicht. Das ist das allererste, was wir gelernt haben. Es gibt kein Schwarz und Weiß mehr. Vielleicht gibt es es auch sowieso nicht. Aber ganz besonders im Nachhaltigkeitsbereich nicht. Es ist nicht die Vorstellung sozusagen, am Anfang ist alles schlecht und am nächsten Schritt mache ich dann alles gut. Und ganz konsequent. Weil sonst sterbe ich in Schönheit. Du kannst ja gar nicht ignorieren, dass du verschiedene Perspektiven hast, die ja alle gleichberechtigt sind. Also wenn es so viel kostet, dass wir das nicht mehr... dass wir es selber nicht bezahlen können sozusagen oder beziehungsweise unser Konsument zahlt es nicht oder der Händler erkennt es nicht an oder wir finden keine Produktionsstätten mehr. Das können wir ja nicht alles missachten, sondern wir sind dann in ganz, ganz kleinen Schritten am Anfang gelaufen. Wir mussten tatsächlich erstmal lernen, uns von diesen Zielkonflikten nicht erschlagen zu lassen, uns selbst nicht in die Haare zu kriegen und lernen, aus dieser Multiperspektivität uns, also miteinander um die beste Lösung zu ringen und am besten Fall dann nach und nach eben auch mit unseren guten Produktions- und Materialpartnern. Und dabei haben wir schon den einen oder anderen verlassen und neue auch aufgemacht. Aber im häufigsten Fall eigentlich haben wir uns dann gemeinsam mit unseren Partnern weiterentwickelt. Jetzt war ich logischerweise auf Ihrer Webseite, abseits davon, dass ich als jemand, der sich viel draußen aufhält, sowieso natürlich VD-Produkte habe. Ich bin sehr, sehr stolz und kann Ihnen das an der Stelle auch mal sagen, sehr dankbar für meine Fahrradschuhe von Ihnen, weil da die sehen nämlich nicht wie Fahrradschuhe aus und sind trotzdem fantastisch. Die haben vor wenigen Wochen einen 120 Kilometer Härtetest in Andalusien bei 40 Grad ausgehalten. Also das sind wirklich fabelhafte Sachen, die man da von Ihnen bekommt. Trotzdem, wenn ich auf der Seite bin, stehen dann da, natürlich steht da überall dabei, dass das sauber ist, da steht dann dabei, das hat dies und das und jenes Siegel. Wie sehr kann ich mich als Konsument, als jemand, der bei Ihnen kauft, der Ihr Kunde ja ist, darauf verlassen, dass das auch das grünstmöglich ist? Weil Sie haben ja gerade schon gesagt, wo die Grenzen sind. Also die Grenzen sind ja dann, wenn Sie da einfach kein Geld mehr mitverdienen. Also wir haben von Anfang an dann, also wir setzen ja sehr, sehr viele verschiedene Materialien ein, durch die breite Palette an Produkten, die wir haben, von Funktionstextilien bis Zelte, Rucksäcke, Schlafsäcke, Schuhe. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen unser eigenes Label, das heißt Green Shape. Und das ist wie so ein Metasiegel, worunter sich sozusagen die strengsten Standards für die verschiedenen Textilien befinden. Und mittlerweile sind über 90% unseres ganzen Sortiments mit Green Shape ausgezeichnet. Und überall, wo ein Green Shape dran ist, dann kann man auch als Konsument eben ganz transparent nachlesen, was denn sich dahinter verbirgt, welche extern geprüften Siegel kann ich sicher sein, dass das da sozusagen auf dem höchsten Niveau sozial wie ökologisch ist, die es überhaupt gibt. Wir haben seit 2 Jahren eben auch den grünen Knopf. Und alle unsere Green Shape Produkte sind auch automatisch mit dem grünen Knopf, dem Nachhaltigkeitssiegel der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Aber wie ist das? Ihr Vater war ja der Erste 1991, der nach China gegangen ist. Und zwar ja nicht ohne Grund, weil man da günstiger produzieren kann. Das heißt, Sie können gewährleisten, dass wir da keine böse Überraschung erleben. Wie gesagt, immer ein Medienklischee. 5 Chinesen stehen um so ein Dioxinfass und pressen da irgendwas draus zurecht. Also das ist ja die Albtraumvorstellung, die man hat. Oder aber Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in einer chinesischen Firma arbeiten mal locker 14 Stunden am Tag. Also da kann man bei Ihnen sicher sein, dass das so nicht sein wird, weil Sie wissen, was da los ist. Ja, also zum einen, die ökologische Seite ist bei uns vor allem eben über diese ganzen Material-
Zertifikate abgebildet, die dann eben auch die ganzen Audits in der Herstellung nach sich ziehen, die aber auch abgesichert sind durch uns und durch externe Audits von Wasserqualität vor und nachher nach der Produktion und durch ein breites Programm. Und die sozialen Seiten, also und da kann man quasi die ganzen Zertifikate eben an den Materialien auch festmachen, die extern geprüft sind. Also mehr kann man nicht sozusagen, mehr Sicherheit kann man nicht bieten. Mhm. Vor allem auf dem Niveau, auf dem die Labels sind. Und auf der sozialen Seite, da sind wir auch Mitglied der Fairware. Das heißt, wir lassen uns auch extern auditieren in den ganzen sozialen Produktionsbedingungen, in jeder einzelnen Produktionsstätte weltweit, in der wir tätig sind. Das ist auch da, also die Fairware ist der strengste Standard im Textilbereich, die mit externen Audits die Produktionsstätten prüft, also die mit unabhängigen Teams in Landessprache reingeht und die ja ganz anders als wir als Auftraggeber die Bücher kontrolliert, mit den Leuten in Landessprache redet, Interviews führt. Überall sind Beschwerdemechanismen, das heißt, in jeder Produktionsstätte, in der wir tätig sind, hängen auch Telefonnummern aus. Die Mitarbeiter sind geschult und gebrieft auf ihre Rechte und auch darauf, dass sie sich in Landessprache bei der Fairware beschweren können, wenn was dem nicht entspricht oder wenn was bei den Audits nicht hochkam. Wir werden jedes Jahr geprüft von der Fairware. Jedes Jahr müssen wir auch ein Audit werden wir unterzogen, ob wir denn auch tatsächlich demgemäß auch handeln, ob wir uns eben auch darauf eingestellt haben, also alles, was aufkommt in Audits, auch nachzuverfolgen und auch unser Verhalten zu verändern. Also so ein klassisches Beispiel ist, in der Outdoor-Branche gibt es klassischerweise zwei Saisons, Sommer und Winter. Und dann gibt es klassischerweise zwei Peaks an Auftragvolumen in den Produktionsstätten, wo dann klassischerweise intensive Überstunden gemacht werden. Und wie machen wir da beispielsweise, wie verteilen wir unser Ordervolumen über das ganze Jahr, wie schaffen wir das, dass die ganzjährig ausgelastet sind, dass wir das vermeiden. Sowas beispielsweise wird dann bei uns geprüft, was tun wir denn? Und nur wenn wir da die Bestnote kriegen, dürfen wir überhaupt an den Produkten kommunizieren, dass wir Fairware sind. Also so ein ausgeklügeltes System. Und ich würde es so bezeichnen. Ich kann nicht weder für VD noch weltweit in jeder Sekunde sagen, dass alles 100% super läuft. Kann ich nicht, geht ja gar nicht. Aber wir haben das bestmögliche System aufgebaut, um sicherzustellen, dass wenn was nicht stimmt, wenn was gegen soziale Standards entspricht, wenn was gegen ökologische Standards entspricht, dass wir Warnsysteme haben und sofort eben Maßnahmen einleiten, um entgegenzukommen. Und uns kontinuierlich weiterentwickeln, dass es immer besser wird. Jetzt haben Sie ja, Sie sind unter anderem für die Grünen in die Bundesversammlung entsendet worden, um den Bundespräsidenten mitzuwählen. Das macht die Bundesversammlung, ist ja ihre einzige Aufgabe. Wie gesagt, die Grünen haben Sie geschickt. Wenn man in dem Buch liest, ist auch ganz klar, Sie haben eine riesige Schnittmenge mit dem, was die Grünen sich tatsächlich politisch vorstellen. Wenn man das jetzt mal nur politisch betrachtet, dann denke ich an meinen 83-jährigen Freund Rudi, der mir erzählte, wie er als junger Mann von Münster nach Bremen, das sind so ungefähr 200 Kilometer, mit einem Fahrrad mit einem Gang gefahren ist. Selbstverständlich hat Rudi, der hat da auch teilweise draußen geschlafen, selbstverständlich hatte Rudi kein tolles VD-Zelt, ihre Firma gab es da ja auch noch gar nicht, selbstverständlich hatte Rudi keine Funktionskleidung an, sondern der ist halt einfach Fahrrad gefahren. Wäre nicht, wenn man das jetzt nur politisch betrachtet, unabhängig von dem, was logischerweise ihre wirtschaftliche Ambition sein muss, Frau von Dewitz, müsste man nicht politisch betrachtet sagen, wir müssen mit diesem Outdoor-Wahnsinn, mit diesem Aufrüsten in Sachen Ausrüstung auch aufhören? Zurück also zur Baumwollhose. Aufrüsten in Sachen Ausrüstung, das würde ich jetzt differenziert betrachten. Also das wird ja seit Jahren, wird ja immer dieses Beispiel herangezogen mit der keine Ahnung, extremen Expeditionsjacke durch die Fußgängerzone. Es empfinde ich natürlich als Insider schon ein Stückchen anders, weil also zumindest wir bei VD haben ganz klare Zielgruppen und dann gibt es eher die urbanen Jacken, die dann auch eine Regenfunktion haben und die brauche ich ja trotzdem. Also ich will ja nicht nass werden, auch selbst beim Einkaufen will ich nicht nass werden. Und wir haben die Wanderjacken und dann haben wir natürlich dann auch die Bergsportjacken, die sich aber dann an die Leute richten, die eher Bergsport machen. Ich sehe dahinter keinen Wahnsinn, es sei denn bei den Leuten vielleicht, die sich selber in ihren Fähigkeiten überschätzen oder die glauben, was sie dann alles brauchen. Ja, aber vielleicht brauchen wir es ja. Den Schutz vor den Elementen mit Regenschutz, mit Atmungsaktivität, mit Windschutz, das finde ich eine ganz elementare und auch gute Eigenschaft, die unsere Klamotten da gewonnen haben. Ich finde das widersinnig, sozusagen aufzuhören mit dem, was wir uns errungen haben, auch als Zivilisation. Das kann ich als jemand, der
an Laufveranstaltungen und sowas allem schon teilgenommen hat, auch nur sagen, die Ausrüstung, auf die Ausrüstung kommt es an, auf die gute Qualität kommt es an, alles andere ist furchtbar nervig. Aber wie gesagt, das können natürlich Menschen auch ganz anders sehen. Was ich mich allerdings bei Ihnen frage, Sie haben ja am Anfang Ihres Buches beschrieben, wie Sie sich wahnsinnig gefreut haben und vor Jubel kaum noch einen noch auswussten, als Sie den Nachhaltigkeits im Jahr 2005 den Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben. Habe ich auch gesehen, wie Sie dem FAZ-Mann begegnet sind, als der bei Ihnen war. Und da habe ich mich gefragt, bei diesem Nachhaltigkeitspreis, bei dieser sehr eleganten Veranstaltung, haben Sie da Wandersandalen getragen, Frau von Dewitz? Nein, da nicht, in Abendkleidern. Und Wandersandalen? Nein, auf keinen Fall. Nee. Also ich bin, also unsere Branche ist, glaube ich, eine der legersten Branchen, die es überhaupt gibt. Jeder duzt sich. Jetzt haben wir einen ziemlich verregelten Sommer, aber normalerweise ist die halbe Mannschaft barfuß unterwegs oder in Schläppchen mit kurzen Hosen. Das ist dem geschuldet, dass wir einfach Outdoor-Leute sind. Und ich komme jetzt nicht barfuß zu Terminen, aber ansonsten bin ich schon sehr stark auch geprägt einfach von der Branche, in der ich arbeite, in der ich mich ja auch wohlfühle und in der ich mich ja auch sehr wiederfinde mit dem, was mir am Herzen liegt. Ja, und da kommen wir jetzt auch mal tatsächlich zu dem gestalterischen Teil, also zu dem, was unmittelbar Design betrifft. Das ist ja in der Stadt, also Sie haben gerade völlig zu Recht gesagt, man möchte natürlich auch in der Stadt beim Einkaufen nicht nass werden, aber vieles, wenn die Leute dann auch Multifunktionshosen tragen, weil sie 3 Kilometer mit dem Fahrrad bis zur S-Bahn gefahren sind, kann einem das übertrieben vorkommen und gleichzeitig ist es auch immer ein Statement. Das ist der Lüttger, der Lüttger wählt die Grünen, der Lüttger spendet zu Weihnachten immer und der Lüttger fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und riecht auch leider so. Also das heißt so Outdoor-Leute, also ja, alles, das ist leider bittere Erfahrung, muss ich Ihnen sagen, Frau von Dewitz. Aber ist das nicht so, dass man das Outdoor-Leute, so wie Sie es gerade benannt haben, dass sie eine bestimmte Gruppe bedienen? Jetzt haben Sie ja, ich kann nicht mal richtig folgen, welches Klientel Sie da beschrieben haben, den schlecht riechenden, grün wählenden Fahrradfahrer. Okay, es ist vielleicht ein bisschen schroff, aber ich hab bedauerlicherweise mal neben so einem Mann gesessen, der hatte auch komplett, also in der S-Bahn, er hatte komplett Outdoor-Klamotten an und er hat auf so eine ganz unangenehme Art, natürlich auch aus so einem Campingbehälter in der S-Bahn sein Müsli mehr so verschlungen. Also ich glaube, wenn es so einen Schlauch gegeben hätte, hätte er das natürlich aufgesaugt. Das war ein komplett unappetitlicher und ungut riechender Vorgang, weil er roch eben auch. Das ist natürlich ein totales Klischee, das weiß ich. Trotzdem habe immer dieses Bild von Cary Grant irgendwann in den 60er Jahren im Kopf. Das war damals gewissermaßen die Marke für Eleganz. Ein total gut aussehender Mann, der einen dreiteiligen Anzug trägt, einen knöchellangen Mantel trägt und eine Krawatte. Und jetzt habe ich letztens gelesen, dass im Silicon Valley, wer da einen Anzug anträgt, der fällt aus dem Rahmen, weil man trägt Outdoor-Klamotten. Man macht klar, das ist insofern ein Statement, man macht klar, ich habe diesen Anorak an. Das heißt, im Moment sitze ich euch in einem Konferenzzimmer gegenüber, aber bald bin ich wieder in den Bergen. Okay. Ja, also wen wir vor Augen haben, sind schon die Outdoorer, die wirklich draußen sind. Und da bin ich auch gar nicht so bei dem Bild, quasi so schlecht gepflegten, vielleicht sogar noch Müffeln, sondern die richtigen, also wir sind ja auch tatsächlich Bergsport-Brand, hier in der Nähe der Berge und die echten Bergsportler, die sind dann auch recht stylisch unterwegs. Natürlich nicht mit Anzug und Krawatte, aber für meinen Blick doch sehr durchgestylt auch. Mhm. Und schon auch sehr aufs Äußere bedacht, dass es alles schön ist. Also Sie meinen, dass es auch schön ist, weil es gibt ja Leute, die das auch ganz klar trennen. Das habe ich auch tatsächlich schon in Alpenorten erlebt. Also der Mann, den ich da kannte, Wastel, der hat natürlich sein Zeug gehabt, um wirklich in die Berge zu gehen. Da reden wir von Hochgebirge. Und der wäre aber jetzt nicht im Traum drauf gekommen, zu einer Abendveranstaltung, zu einer Einladung auch noch Outdoor-Klamotten anzuhaben. Das ist aber zum Beispiel in Berlin ja gar nicht gewährleistet, dass das so ist. Also das, was Sie sagen, ist natürlich schon, das stimmt natürlich. Das ist ja bei mir auch so, dass Outdoor schon auch so eine Art Lebenseinstellung geworden ist. Und ich meine, das ist ja auch die Frage, was ist da richtig und was ist da falsch? Ist jetzt dann das richtig, dass ich Straßenklamotten trage, die früher immer getragen wurden, oder eher Outdoor-Klamotten, weil ich mich so fühle?
Da bin ich ganz offen, ob das jetzt eine Abendveranstaltung ist. Also ich jetzt, die Sie vorher genannt haben, damit mit Gala-Diner und so, klar komme ich dann nicht mit Outdoor-Sachen. Aber ansonsten vermischt sich das mehr und das sehen wir ja auch in allen Bereichen, dass sich Privatleben und Arbeit vermischt, schon von den Zeiten und schon auch von der Art und Weise, wie ich mich kleide. Jetzt durch Corona wird es ja auch nochmal, nimmt es ja auch nochmal zu, dass ich mich lässiger kleide, dass ich mich gemütlicher kleide, dass ich eben nicht weniger darauf achte, was wollen andere an mir sehen, als wie will ich mich selber sehen und wie fühle ich mich auch wohl und wie ist es mir bequem. Und da passen Outdoor-Klamotten natürlich gut ins Bild. Und bei der Gestaltung der Sachen, bei der Gestaltung der Rucksäcke, bei der Gestaltung gerade auch der Kleidung für Männer und Frauen, die Sie anbieten, ist da nicht dem Design, sind dem nicht enge Grenzen gesetzt, weil es da noch stärker drauf ankommt, Form follows Function, ich soll windsicher sein, ich soll vor Regen geschützt sein, ich muss natürlich mich gelegentlich auch vor Sonne schützen und so weiter. Also ist da viel Spielraum, um zu gestalten? Also so materialmäßig, was Sie jetzt gesagt haben, funktionsmäßig ist natürlich schon mal klare Vorgaben oder was es alles erfüllen muss. Das sind Zielsetzungen, die erfüllt werden müssen. Natürlich die Daseinsberechtigung von Outdoor-Klamotten ist, vor Wind und Wetter zu schützen sozusagen. Aber wir haben ja dann noch viel mehr, was wir noch oben drauf tun. Die Farbgebung muss zwar modern, aber muss auch langfristig gut erträglich sein sozusagen, weil wir möchten ja, dass unsere Jacken nicht jedes Jahr ausgetauscht werden, sondern nachhaltigerweise eben über Jahre getragen werden. Unser Green Shape verlangt auch, dass die Produktmanager darauf prüfen, ist das Produkt, das ich plane, wird das reparierbar sein? Wo werden die Schlüsselstellen sein? Ist es dann auch recycelfähig von den Materialien, von der Materialienvielfalt, die ich einsetze? Wie ist die Materialeffizienz gewährleistet? Dann kommen noch die ganzen Zertifizierungen der verschiedenen Materialien mit rein. Also das heißt, ich glaube, ich habe jetzt noch nicht mal alles erwähnt, wer bei uns Produktmanager ist, hat schon eine ganze Latte. Ah ja, und dann noch, genau, das Produktdesign muss natürlich noch dem Produktdesign von VD, den Vorgaben folgen. Also kurz gesagt, wer bei uns Produkte macht, muss extrem viel berücksichtigen. Mhm. Und muss gleichzeitig auch noch, das ist ja auch so für uns, haben wir noch immer Nachhaltigkeitsziele. Momentan sind wir dabei, alle Materialien umzustellen, Hauptmaterial auf entweder biobasiert oder recycelt. Das heißt, ich muss extrem eng zusammenarbeiten mit dem Innovationsteam, mit dem Materialienteam. Was gibt's da Neues? Wir haben jetzt gerade Hosen aus Altreifen rausgebracht und Jacken basieren auf Rizinusöl und so weiter und so weiter. Das heißt, also ein enges Zusammenspiel zwischen verschiedenen Parteien und mit engen Zielvorgaben. Aber kann sich eine Hose aus Altreifen angenehm anfühlen auf der Haut? Das spürt man da, das sieht man da gar nicht an. Also die hänge ich neben einer anderen, die nicht aus Altreifen ist. Das ist die Art und Weise, wie ich quasi das Öl gewinne für die Funktionsmaterialien. Mhm. Und das wird gewonnen eben aus Altreifen. Und das spüre ich aber dem Material nicht an. Jetzt haben Sie, wenn man auf Ihre Seite geht, dann kann man wählen, auf welches Sortiment man zugreifen möchte. Also welche Art von Einsatz die Sachen, die man kaufen möchte, tatsächlich auch finden. Da ist eine Abteilung, sind Radreisen. Also einmal Radsport natürlich, also für Leute, die Rennrad fahren und so. Und Radreisen, da habe ich mir gedacht, das ist natürlich irre. Die Frau von Dewitz hat vorgehabt, um die ganze Welt zu fahren. Und die wird so sehr mit Argusaugen da drauf gucken, was da angeboten wird in dieser Sparte. Ist das so, dass Sie also ganz genau wissen, das hätte ich mitgenommen, das hätte ich mitgenommen und da hätte ich nochmal drüber nachgedacht? Ich bin kontinuierlich am Ausprobieren. Ich bin tatsächlich eines der Tester bei VD, würde ich schon so sagen, weil ich radel täglich zur Arbeit. Ich bin ganz häufig in den Bergen unterwegs. Ich bin mit meiner Familie im Campingurlaub. Also ich teste alle Produkte regelmäßig durch, so mehr oder weniger. Nicht alle Produkte, aber quasi aus allen Sparten regelmäßig durch und gebe dann schon auch meinen Input. Aber ich wollte mal ganz kurz zu der Frage vorher sagen, weil Sie haben gesagt, schränkt das die Produktmanager nicht ein? Und was da unsere spannende Erkenntnis war auf diesem Weg sozusagen der Nachhaltigkeit, hat es total eingeschränkt am Anfang. Es hat sich auch, glaube ich, für unsere Produktmanager und Designer als wahnsinnige Bürde angefühlt, eben diese Einschränkungen und diese Grenzen und diese hohen Anforderungen. Wir haben es aber geschafft, tatsächlich so weit zu kommen, dass es inzwischen so Booster geworden sind. Also dass quasi aus diesen Einschränkungen, aus dieser Enge, neue Innovationen entstehen, wie eben solche Hosen aus Altreifen oder was auch immer. Dass Nachhaltigkeit bei uns zum Innovationstreiber geworden ist und damit eben uns größere Spielräume als vorher ermöglicht.
Aber jetzt nehmen wir mal wieder den etwas weiteren Horizont. Leute aus anderen Teilen der Wirtschaft, können die, sitzen sie auch selbstbewusst vor denen und sagen, ja, auch das, was wir hier gemacht haben, auch das, was wir hier ausprobiert haben am Bodensee, das ist auf eure Branchen übertragbar? Oder sagen sie, nee, das findet aber schon seine Grenze, weil manche Leute kochen eben Stahl, stellen Aluminium her, machen Sachen, die wahnsinnig energieintensiv sind, die sich nicht so harmonisch und auch nicht so, ja, so, das ist ja leicht anromantisiert herstellen lassen wie Klamotten, die sowieso für die schönere Zeit des Lebens ist, also wenn man draußen sein kann. Also vom Prinzip her würde ich sagen, ist und muss alles übertragbar sein, denn also so, ich denke, es fängt an in der Haltung. Also ich sehe Nachhaltigkeit nicht als Schleifchen, das ich mir jetzt umbinde oder nicht und ich tue es freiwillig oder nicht, weil es gerade der Hype ist oder nicht, sondern ich sehe Nachhaltigkeit nichts anderes als unternehmerische Verantwortung, ganzheitlich. Und da gehört für mich für den ersten Schritt dazu, das erstmal anzuerkennen, dass ich als Unternehmen fast jeder Branche auch automatisch Teil eines Problems bin, ob ich das will oder nicht. Und dass ich mir dessen bewusst bin und dass ich auch sozusagen mir den Rahmen so aufbaue, dass ich erkenne, was sind denn meine Emissionen, was sind denn meine Verbräuche, wo sind denn meine Baustelle, wo habe ich denn Schäden, wo schade ich vielleicht auch Mensch oder Natur, und dass ich mir systematisch überlege, okay, und wie komme ich davon weg, wie baue ich mir Lösungen auf? Und da bieten sich die ganzen Nachhaltigkeitsmanagementsysteme an, wie EMAS, wie GRI, wie die Gemeinwohlökonomie, also die Gemeinwohlbilanz und andere. Und das ist kein Hexenwerk, aber das muss ich mir aneignen. Ich muss mir aneignen, wie ich eben tatsächlich Lieferkettenmanagement betreibe. Ich muss mir die Expertise aufbauen. Ich muss mir tatsächlich die Kultur auch aufbauen, um so viele verschiedene Perspektiven tatsächlich berücksichtigen zu können und daran nicht zu verzweifeln. Das ist tatsächlich einfach eine moderne Business-Disziplin. Die gilt es aufzubauen und die gilt es umzusetzen. Und davor ist eigentlich total egal, in welcher Branche ich mich befinde. Das geht nicht darum, das kann gar nicht darum gehen, sozusagen, ich bin nicht perfekt oder ich bin perfekt, sondern ich weiß, wie ich bin, ich weiß, wo ich stehe und ich setze mich daran, den Weg dahin zu gehen, dass ich eben klimafreundlicher, umweltfreundlicher, sozialer werde. Schritt für Schritt für Schritt. Gibt es in Ihrem Sortiment Sachen, die da deswegen nicht vorkommen, weil Ihnen das wesensfremd ist? Ich muss an so einen amerikanischen Sportartikelhersteller denken, das habe ich auch tatsächlich in einem amerikanischen Sporthaus gesehen. Da gibt es ganz viele Utensilien für die Jagd und da, also Tarnfleck, Outdoor-Klamotten logischerweise. Da kann man mit jagen gehen, man könnte aber auch damit einen kleinen Feldzug in irgendeinem Schurkenstaat sofort anfangen. Also das sieht schon so quasi militärisch aus. Da habe ich jetzt, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitete, überlegt, naja, das wird Frau von Dewitz nicht wollen, wenn ich jetzt als Designer bei Ihnen ankomme und sage, Antje, schau mal, da habe ich was Schönes, so was Schönes Desert Storm-mäßiges vorbereitet. Das mögen Sie nicht, oder? Nee, das geht für uns natürlich nicht. Also aber das heißt jetzt nicht, dass wir quasi sagen, wir liefern jetzt auch nicht die Bundeswehr oder sowas. Nee, auf keinen Fall. Wir beliefern auch die Bundeswehr beispielsweise mit Zelten oder so. Aber wir machen jetzt keine paramilitärische Kollektion für. Nein, aber es gibt ja in Deutschland auch Jäger. Also VD jagen ginge ja. Ja, ich glaube, dafür braucht es auch nochmal ganz spezifische Herausforderungen, wie ganz raschelfreie Materialien und so weiter. Also wir machen jetzt keine spezifische Jägerbekleidung. Heißt aber auch nicht, dass wir jetzt automatisch gegen alle Jäger sind oder so, auf keinen Fall. Aber es gibt vieles, was wir bewusst nicht machen. Also wir setzen ganz bewusst eben keine PTFE-Membran ein, weil die Sondermüll ist. Wir setzen bewusst kein PVC ein, weil es eben auch Sondermüll ist. Und so weiter. Wir machen eben bewusst keine paramilitärische Bekleidung, wie Sie gerade schon gesagt haben. Oder wir machen auch ganz bewusst keine Skibekleidung. Wir machen Skitouring, ja, aber Skibekleidung machen wir eigentlich nicht, weil wir alle die Sportarten unterstützen, wo man einfach aus freier, also quasi mit freien Mitteln per PTFE ist, per Bike, per was auch immer, mit eigenen Mitteln auf den Berg kommt. Also Sie meinen, das, was hinter dem Abfahrtskifahren steht, die Lifte, die ich brauche, die ganze Infrastruktur, die ich brauche, weil es das geben muss und weil das die Gebirge verschandelt und da fürchterliche Spuren hinterlässt, deswegen sagen Sie, machen wir das lieber nicht. Also wir sind, unser Sortiment ist sowieso ganz breit und da ziehen wir dann unsere Grenze sozusagen. Also wir gehen nicht in die Ski rein, genau, passt nicht zu uns. Jetzt, wie gehen Sie eigentlich damit um, wenn Sie, ich habe gelegentlich in so Yachtclubs mit Leuten zu tun, die ich sehr unangenehm finde. Wie ist das, wenn Sie jemanden treffen, der eine Jacke von Ihnen trägt, aber ein Scheusal ist? Sagen Sie, dann zieh die Jacke aus. Nee, manchmal sieht man das auf Twitter oder so, dass ich dann sehe, dass Menschen, die mir wirklich nicht sympathisch sind, dass sie die VD-Jacke anhaben oder
dann will ich am liebsten den Tweet löschen, der nicht von mir kommt. Also meine Kollegen, die aus Social Media, die packen dann was drunter. So. Ach so. Lustige Kommentare oder so, um deutlich zu machen. Wir wissen das nicht. Es kommt nicht von uns. Es ist tatsächlich nicht von uns gemeint. Jetzt zum Abschluss, Frau von der Wiese, Ihnen steht irgendwann in weiter Zukunft ein runder Geburtstag ins Haus. Und Sie überlegen, dass Sie diesen Geburtstag insofern feiern, als dass Sie dann wirklich höchstwahrscheinlich größtenteils eingehüllt in VD-Klamotten ganz weit wandern. Oder wohin wollen Sie dann? Also was machen Sie dann? Also ich habe tatsächlich mir vor, mir was Richtiges zu gönnen. Ich möchte zwei bis drei Monate Auszeit nehmen und in den Alpen, also die ganzen Länder durchwandern. Von Slowenien wahrscheinlich bis runter dann irgendwo da nach Frankreich, Italien, am Alpenrand oder auf den Alpen. Ich muss den genauen Weg werde ich in den nächsten Wochen mir erarbeiten. Und mein Plan ist es dann, dass ich immer so eine Woche oder so Wegbegleiter mir dazu wünsche. Also natürlich meine Lebensgefährten, meine Freundinnen, meine Kinder. Ja, das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Und das ist, wir werden nicht für den Fall, dass wir Sie auf irgendeinem dieser Gipfel treffen, Sie werden keine Jack Wolfskin-Jacke anhaben oder irgendwas von einer anderen Firma. Nein, natürlich nicht. Ich werde von Kopf bis Fuß in VD gehüllt sein. Wie könnte es anders sein? Frau von Dewitz, ich wünsche Ihnen ganz viel Glück für alles, ganz viel Spaß bei allem, was Sie sich vorgenommen haben und vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war der Ennion Podcast, ein Format des German Design Council, dem Think Tank für designorientierte Wirtschaft.